In einer Urliste können wir statistische Daten ganz simpel aufnehmen. Sagen wir einmal, Anna sieht Enten an einem Teich. Sie kommt jeden Tag hin und schreibt auf, wie viele Enten sie sieht. Am Montag sieht sie zwei Enten, am Dienstag drei, Mittwoch vier, Donnerstag drei und Freitag sieben. Dann ist diese ungeordnete Liste schon unsere Urliste. Etwas schöner können wir das aufschreiben als Menge. Diese Menge nennen wir zum Beispiel A und definieren sie als Menge, die diese Zahlen enthält. 2, 3, 4, 3, 7. Als besondere Zeichen habe ich hier also eine öffnende und eine schließende Mengenklammer. Innerhalb der Menge sind meine Werte durch Kommata abgetrennt und ich habe die Menge noch definiert mit Doppelpunkt gleich, ist so das Klassische. Das heißt, wenn ich jetzt von A spreche, meine ich die Menge mit diesen fünf Elementen. Und dadurch, dass das noch grundsätzlich in der Ursortierung ist, hat es sogar noch eine Information, und zwar was welcher Tag ist. Das heißt, ich weiß, wenn ich mal zähle, bis zum dritten Tag, 4 ist der Wert für Mittwoch. Wenn ich dagegen aus meiner Urliste eine Rangliste mache, dann verliere ich diese Information, bekomme aber eine neue. Die Rangliste könnte jetzt also sein, sortiert, die kleinste Zahl ist 2, dann kommt die 3, dann habe ich nochmal eine 3, dann habe ich eine 4. Und dann habe ich eine 7. Ich habe aus meiner Urliste eine Rangliste, hier sogar schon eine Menge erstellt. Und die Rangliste ist natürlich sehr praktisch, wenn ich sehen möchte, wie die Werte verteilt sind, welcher Wert am kleinsten ist, welcher am größten ist, welcher vielleicht besonders häufig vorkommt. Urliste ist also das, womit ich beginne, und eine Rangliste das, was ich daraus machen kann.